auf die Türschwelle getreten. Uiuiuiui. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sense Survivor wieder hier mit in dem zweiten Teil vom Bunker, also Bravo Quest Bunker Part 2. Den ersten hatten wir ja klamourös, bravourös über die Bühne gebracht. Rucki zucki war ich rein und wieder raus. Ja, der zweite Teil ging nicht ganz so schnell. Ganze 40 Minuten war ich im Raid. Es war ein echter Krimi. 4 Bunkertore hatte ich bereits abgelaufen. Das fünfte hat mir dann ein Spieler blockiert. Ob ich das fünfte auch noch bekommen habe, erfahrt ihr, wenn ihr das Video bis zum Ende anschaut. Viel Spaß dabei und wir sehen uns. Bleibt gesund, euer Senseless. Tschüssi. So, dann herzlich willkommen. Es steht Bunker Part 2 auf dem Programm, nachdem wir den ersten Teil so klamourös über die Bühne gebracht haben. Fängt es hier schon mal gar nicht so gut an. Ich muss mein kleines Ärschchen riskieren, um in die Nähe des Bunkers zu kommen. Hinter mir wurde auch schon geschossen, also nicht direkt hinter mir, aber rechts hinter mir. Ich wollte jetzt direkt eigentlich rüberrennen, aber da waren auch schon Schüsse, also bin ich hier auch nicht schlecht beim weißen Läufer rein. Den Weg nehme ich eigentlich recht selten, von daher kannte ich mich auch nicht so gut aus. Ah, da war schon der Weg runter. So, aber hier steht noch eine Lootbox. Medizinische Versorgung. Ihr seht auch, ich habe keinen Rucksack mit. Ich bin eigentlich gar nicht so groß aufs Looten aus gewesen und ja, das war schon ganz schön krass, wie man das Gebüsch rascheln hört, wenn einer hier über dir läuft im Gebüsch. Das war schon so, wir haben den weißen Läufer. Abgehakt und dann kommt der Sportsfreund, der glaube ich gerade durchs Gebüsch gelaufen ist. Ziemlich eilig. So, jetzt ist er bei uns in dem Raum, in dem wir gerade waren, wo wir die kleine Kiste, die kleine medizinische Kiste gelootet hatten. Er traut wahrscheinlich seinen Augen nicht. Sie ist schon offen. Macht sie nochmal zu, nochmal auf. In der Hoffnung, noch Restbestände zu finden. Ja, und er läuft weg. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er hier reinkommt, dass ich ihm eine verpassen kann, aber naja, so war es auch okay. So, jetzt ist er wieder oben durch sein Gebüsch gerammelt. Wahrscheinlich die Hecke, die da steht. Und wir können unseren Weg fortsetzen. Durch das Wasser, das hasse ich hier, weil es dich extrem behindert beim Laufen. So, dann machen wir auch mal die Tür zu hier. Und da läuft schon wieder der Nächste. Ich wusste nicht, ob er jetzt schon da oben kommt oder ob er unten in den Räumen drin ist, wo der Schalter ist, für, um den D2-Exit zu aktivieren. So, dann holen wir uns den nächsten Punkt. Der schwarze Läufer. Da gibt's, für die gibt es ja zwei Bunkertore sozusagen. Hier hinten nochmal eins. Da gucken wir auch nochmal schnell hin. So. Aber das hatten wir ja schon.
Dann hocken wir uns mal jetzt kurz hin und warten mal. Lauschen. Ziehen uns eine Ipo rein. Weil doch ziemlich viel Publikumsverkehr hier herrscht. So, und ich dachte mir, jetzt bleibe ich hier in diesem kleinen Durchgangszimmer, bleibe ich erstmal eine Weile. So, ich hatte mich dann in diesem Raum hinter den Rohren versteckt. Jetzt kam einer von links. Von rechts kommen auch wieder Steps. Dann kommt jetzt wieder einer von rechts. Ich war mir auch nicht sicher, ob das alles Scavs waren oder doch Spieler. Weil es fielen ja schon einige Schüsse. Eieiei, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er auch da hinten in die Ecke gehen kann und mich sieht. Aber er hat schnell seine Quittung kassiert. Aber eigentlich saß ich recht gut hier in meiner Kammer. Tür zu und jetzt hat es mich übermannt. Ich wollte hier los, ich wollte weiter und... Oh, schaut mich aus traurigen Knopfaugen an. Patzer, das war ein Spieler. Hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte erst, das wäre ein Scav. Hat er keine Waffe, sag mal? Oder war hier schon wieder jemand drin und hat ihn gelootet? Egal, der Sportsfreund wurde geschröpft. In aller Seelenruhe sozusagen. Ich hätte das kleine Mount gern mitgenommen. Das braucht man irgendwann mal für eine Quest. Aber bis dahin ist es ja eh noch ziemlich weit. Für Mechanic. So eine Gunsmith-Quest. So, na dann. Weiter geht's. Die Bauern rufen uns. Ich hätte theoretisch auch oben weitergehen können, aber irgendwas zog mich halt hier runter. Naja. Haben wir doch schon mal wenigstens was erschossen. Von diesen elenden Geräuschemachern hier unten. So, Klopapier weg. Munition ist wichtiger. Hier wurde auch schon gelootet. Schnell Magazin vollstopfen. Dass man auch immer genug Munition in den Max hat. Weil man kann ja nie wissen, wann man sie braucht. So, aber nun weiter hier. Komischerweise haben die großen Kisten noch nicht gelootet. Die waren noch zu. Steps. Ich bleibe ziemlich leichtsinnig hier sitzen.
das hätte mich auch fast das Leben gekostet. Schon wieder Sträucher. Aber ich brauchte Platz in der Weste. Durch die Painkiller, die ich immer schlucke, verbraucht man viel Flüssigkeit. Oh, hier war mich die Granatenkiste, die hatte ich auch noch nie entdeckt vorher. War sogar eine Granate drin. Das Geft da draußen, der auf uns geschossen hat, lief immer noch. Ja. Und ich schmeiß die Granate erstmal natürlich gegen die Wand, ich Trottel. Mich fast noch selbst damit in die Luft gejagt. Aber wenigstens hat es den Skeff verscheucht. Er hat das Weide gesucht. So, na dann auf zum schwarzen Bauern. Lasst euch nicht täuschen, da ist ein Weißer dran, aber das Tor hier zählt noch für den schwarzen Bauern. Und dann weiter zum weißen Bauern. Steps. Unten im Bunker, wo ich gerade war. Spieler. Der sich mit dem Skeff beschießt, der auf uns geschossen hat gerade. Der vor der Granate abgehauen ist. So, der weiße Bauer ist auch gefunden, blieb nur noch der König. Aber unten noch ein Spieler. Der uns den Weg zu unserem König versperrt. Jetzt war guter Rat teuer und... Dumme ist ja, er hört ja, wie ich laufe. Genauso wie ich ihn höre, wenn er unten sich bewegt. Es war eine ziemliche Kacksituation. Wie sollte ich jetzt ungehört zu ihm runterkommen? Und ich habe mein Magazin verloren. Oh. Das war richtig ärgerlich. Ich habe halt viel weitere Wege zurückzulegen als er. Ich muss die Treppen, ich muss um den Gang laufen, dann die Treppen nehmen. Aber naja, nützt ja nichts. Jetzt wollte ich mich langsam mal ranschleichen. Ich habe gehofft, dass er sich hier blicken lässt. Schön hin und her rutscht auf sein Schuhchen. Wollte den Skeff mimen. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich bin, glaube ich, ein bisschen drauf reingefallen. Aber definitiv der Spieler. Ich mich erstmal hier in der Bunkertür versteckt, in der Hoffnung, er kommt die Treppen hoch und ich kann ihn von hinten erschießen.
rennt wieder weg. Ich glaube, er ist wieder vorgerannt zu der Schräge, wo wir runterrennen müssen, zu dieser Rampe da. Aber ich wollte jetzt unbedingt irgendwie zu dem König. Und da vorne läuft er schon, ich höre ihn doch. Zu so einer Tür. Auf die Türschwelle getreten. Uiuiuiui. Er hätte eigentlich nur noch einmal um die Ecke kommen müssen. Und da wäre es um mich geschehen gewesen. Schmeißt noch eine Granate irgendwo hin. Keine Ahnung, warum er die dort rausgeschmissen hat. Er heilt sich. Ich heile mich auch. Aber dann dachte ich mir, knall dir das Propital rein und versuch dein Glück. Er flickt sich. Und da habe ich ihn. Gott sei Dank. Aber wohlverdient, Leute, muss ich sagen. Muss ich mal so sagen. Das habe ich mir echt verdient. Und guckt euch das an, was der für Zeug hat. Level 9 und fährt hier schon die dicken Geschosse auf. Ja, jedenfalls habe ich den ordentlich geschröpft. Das war ein echter Hochgenuss. So, gucken wir uns noch an, was er für Loot hat. Und dann habe ich eure Nerven auch schon genug strapaziert und wir nähern uns dem Ende des Videos. Also der Mann war auf alle Fälle ordentlich aktiv, er war fleißig. Also, oder hat sammeln lassen sozusagen. Wie wir gleich noch sehen werden, war ich nicht der Erste, der auf sein Konto gehen sollte. BT-Munition schön voll, mein Magazin noch aufheben. So, jetzt zum König. So, damit hätten wir jetzt alle Punkte abgefarmt oder abgelaufen, besser gesagt, nicht abgefarmt. So, flicken wir uns noch zusammen, weil bis zum Exit D2 ist es noch ein Stückchen, was wir laufen müssen. Schauen uns mal schnell die Weste an, da haben wir noch nicht reingeguckt. Und die ist auch gestopft voll. Und hier hatte ich mein letztes Saleva gefunden, glaube ich, war es mein letztes. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, jedenfalls ein Saleva, was ich im Emmercom Camp auf Woods nicht gefunden hatte, hat mir der gute Mann hier gebracht. Zucker auch noch, alles wunderbar. Und hier sehen wir noch da zwei Marken. Ich denke mal, er hat zwei Spieler noch erschossen. Auf alle Fälle hat er die Marken dabei. Ich hätte ja mal gucken können, aber da habe ich jetzt im Raid auch nicht mehr dran gedacht. Schönen Schlüssel habe ich noch gefunden. Der muss unbedingt mit. So. Hier war, glaube ich, nur noch Quatsch drin, genau. Obwohl ich den später auch noch gebraucht hätte. Aber wir waren schon voll bis zum Anschlag und sahen auch gar nicht mehr so gut aus. Also raus, Knopf gedrückt, gewartet, dass die Tür aufgeht. Nochmal kurz zusammengeflickt. Ja, und da sind wir mit knapp 4500 XP raus, guten Loot raus, die Quest gemacht. So wünsche ich mir das.
Ja, und dann danke ich euch fürs Anschauen, für eure Geduld. Gehen wir ja doch ziemlich lang. Und ja, wir sehen uns. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüssi, euer Senseless.